Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Friede sei mit seinem Propheten und seiner Familie und seiner Gefährten. Wir beschäftigen uns in der heutigen Sitzung mit dem Surat Nummer 100, die beinhaltet 11 Versen. Schauen wir uns, aus welchem Grund diese Surat herabgesendet worden ist, was ist der Anlass, um was geht es? Viele von uns hören, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَالْضُحَا وَلَيْلِ إِذَا سَجَى, oder wir hören وَالْعَادِيَةِ ضَبْحًا, oder wir hören diverse Surat. Aber wir wissen nicht, aus welchem Grund das herabgesendet worden ist, um was es genau geht, welche Botschaften, was können wir von diesem Surat verstehen. Es geht, wie gesagt, um Surat Nummer 100. Allah beginnt in diesem Surat mit Schwören. وَالْعَادِيَةِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَةِ قَطْحًا. Ich werde gleich die deutsche Übersetzung vorlesen. Also, wenn man zu Hause ist, dann kann er auch mit mir den Koran aufschlagen und mit mir Surat Nummer 100, Al-Adiyat, vorlesen. Allah schwört, und wir merken, wie ich ja in einer anderen Sitzung gesagt habe, dass wie wir Menschen, Allah hat Al-Mathal Al-A'la, ist mit niemandem zu vergleichen, dann schwören wir meistens, wenn es um eine ernste Angelegenheit geht. Allah sagte, bei den schnaubend Rennenden, den mit ihren Hupfen, Funken, Schlagenden, den am Morgen Angreifenden, die darin Staub aufwirben, die dann mitten in die Ansammlung eindringen. Und dann kommt das Resultat. Aber worauf schwört Allah hier am Anfang die Surat in den ersten 5 Versen? Da bleiben nur noch 6 und wir werden schauen, warum fast die Hälfte der Surat an Schwören gewidmet worden ist, wo Allah ständig schwört und sagt, bei den schaubenden Rennenden, den in ihren Hufenfunken Schlagenden, die am Morgen Angreifenden, die darin Staub aufwirben, die dann mitten in die Ansammlung eindringen. Allah schwört in 4 Stellen, in 4 Versen, dann kann es nicht um eine einfache Angelegenheit gehen, um ein simples Ereignis oder Geschehenes, sondern es muss was Großartiges sein. Es geht um Folgendes. Der Prophet, Friede sei mit ihm, hat uns und seinen Gefährten sehr lieb gehabt. Hat uns sehr lieb. Und er machte sich viel Sorgen um seine Gefährten. Und wenn einem schlecht ging, ging ihm auch schlecht. Und das hat ihm traurig gemacht. Und wenn es einem seinen Gefährten was Gutes passiert, dann freut er sich riesig für ihn und feiert er mit ihm und hält das für sich selbst als ein gutes Ereignis. Damals, bevor diese Versen herabgesandet worden sind, es ging dem Prophet sehr schlecht. Er war so traurig, dass er ins Bett lagen musste und er war tatsächlich krank deswegen. Ihm ging schlecht. Nicht, weil ihm persönlich was passiert ist, sondern er hat eine Gruppe der Gefährten zu einem Ort geschickt, um Dawah zu machen, um für Allah aufzurufen. Die Gefährten waren die Besten, die Koran lesen konnten. Eine Gruppe von den, sagen wir, die Illiiten, also richtig die Besten der Besten. Und er hat schon mal erlebt, dass seine Freunde, die Gefährten, ums Leben gekommen sind, als sie zum Allah aufriefen. Zu diesem Zeitpunkt, der Prophet wartete und wartete, aber da hat richtig ewig gedauert und seine Gefährten sind nicht zurückgekommen. Dann hat er sich Sorgen gemacht. Noch schlimmer ist es geworden,
als Gerüchte verbreitet worden sind, die seien tot, die sind draufgekommen. Die Heuchler haben diese Gerüchte verbreitet. Schaut, Mohammed schickt seine Gefährten zum Tod. Warum ist er nicht dabei? Warum hat er nicht selbst das erledigt? Warum schickt er seinen Freunden zum ihrem Schicksal, zu ihm, zum dem Tod? Da hat ihn richtig berührt. Nicht die Gerüchte der Heuchler oder der Ungläubigen, sondern weil er sich ernsthaft Sorgen um die gemacht hat. Wie geht's denen? Wo sind die? Dann frage ich dich, lieber Bruder, fühlst du mit, was deine Geschwister leiden und was sie erleben müssen? Dass sie hungrig sind, durstig, unter Angst und Schrecken, schlafen und aufwachen. Die haben keine Nahrung. Die haben nichts zum Essen, nichts zum Knabbern, gar nichts. Die sind gezwungen, mittlerweile geworden, dass sie Blätter essen und Wasser, was aus dem Himmel regnet, aus der Erde zu trinken. Die haben nicht mal im kalten, eiskalten Winter, womit sie sich wärmen können. Die erleben schreckliche Momente. Trifft das dich? Oder wenn du das in den Nachrichten hörst oder guckst, dann blätterst du die Videos ein nach dem anderen und danach schaust du was anders und dann ist es Schnee von, nicht mal von gestern, Schnee von der letzten Sekunde. Ich verlange nicht von dir, dass du unbedingt was tust, was du nicht tun kannst. Ich verlange auch nicht, habe ich auch nicht behauptet, dass das Leben komplett aufhören muss. Ich selber lebe mein Leben. Aber was nicht getan werden darf, das ist wirklich das Mindeste, dass man an die denkt. Und Allah mindestens darum bittet, dass er denen was zum Essen schenkt und auch was zum Trinken schenkt und dass sie ihren Feinden Segen, der sie systematisch seit ewig vernichtet oder versucht zu vernichten. Der Prophet, nur weil seine Gefährten 2-3 Tage nicht zurückgekehrt sind, hat er sich so sehr Sorgen gemacht, dass er deswegen krank geworden ist und im Bett lagen musste. Ihm ging schlecht. Allah wusste das. Dass seinem Diener und Knecht, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, es ging ihm schlecht wegen seinen Freunden, weil er mitfühlt. Mitgefühl mit deinem Mitmenschen, mit deinem Geschwister, mit deinem Bruder. Vergessen wir, was Allah in einem Hadith Qudusi gesagt hat. Ich bin krank geworden, sagt Allah über sich selbst. Dann hat man die Frage gestellt, wie kannst du krank werden, oh Allah, und du bist unser Herr. Und dann sagt er, mein Knecht ist krank geworden, falls du ihn besucht hättest, als ob du mich besucht hättest. Dann hättest du mich bei ihm gefunden. Der Prophet war deswegen krank, weil seine Gefährten sind nicht zurückgekehrt. Dann kam die erfröhliche Botschaft. Von Gabriel höchstpersönlich, vom Allah, brachte er die Botschaft. O Rasulallah, ich schwöre es dir. Also quasi. Und der Jibril, Friede sei mit ihm, sagte dem Propheten diese Versen. Er liest das vor und schildert ihm, was die Lage genau ist von den Gefährten, die er geschickt hat, um den Islam zu verbreiten und Leute aufzuklären. Natürlich, ich muss das kurz klären. Die Aufgabe der Muslime ist nicht, anderen Völker zu bekriegen oder zu erobern. Was der Prophet mit seinen Gefährten verlangt hat und darum gebeten hat und seine Aufgabe war, Khallu bayni wa baynan nas, lassen Sie mich mit den Leuten reden. Einfach lassen Sie mich mit denen reden. Weil wie sie das Leben unterdrückt und wie sie leben, muss ich erstmal denen die aufklären. La ikraha fi din. Niemand wird dazu gezwungen, was zu tun, was er nicht tun will. La ikraha fi din. In der Religion gibt es keinen Zwang. Das ist ein Schluss,
mit dem Thema der Behauptung, der Islam sei dafür da, um Völker und anderen zu erobern und mit Blut und Schwerten alle Völker zu erniedrigen und zu erobern. Das stimmt ja gar nichts. Als die Gruppe, die der Prophet Friede sei mit ihm geschickt hat, angekommen sind und er wieder eine Nachricht per WhatsApp bekommen könnte oder per Mail oder per Telefon, es war ja nicht möglich, dann kam die Nachricht von Allah zu seinem Propheten und sagte ihm, O Muhammad, ja Rasulallah, ich schwöre es dir, hat der Gott nicht gesagt, aber man versteht, wenn ich sage bei, bei ist ein Ausdruck, ein Begriff für schwören, bei den schnaubend rennenden, das sind Al-Khail, bei ihren Hufen, Funken, Schlagenden, dem am Morgen Angreifenden, die darin Staub aufwerben, die dann mitten in die Ansammlung einbringen. Er schildert ihn, als ob es um einen Film geht. Er schildert es, wie die Gefährten, also die Kavalier, auf ihren Pferden reinkommen und weil sie so stark waren, funkten unter ihren Füßen. Und dann, es war in der Früh, bevor die Sonne scheint und bevor es war dunkel, zwischen Dunkelheit und Sonnenaufgang, genau um die Uhrzeit, wie die Reihen marschierten und rangekommen und ihren Feind umkreisten und dann Staub als Zeichen dafür des Sieges und der Kraft, wie sie angekommen sind. Dann wusste der Prophet Friede sei mit ihm, aha, es wird mir jetzt berichtet über meine Gefährten, denen geht's gut. Dann hat er sich gefreut. Und dann kommen wir zu wichtigen Botschaften, nachdem Allah so oft geschworen hat und über Tiere berichtet hat und auf Tiere geschworen hat. Allah hat auf Tiere geschworen, sagt bei, denn in dem Fall bei den Pferden. Was ist denn das Geheimnis dabei? Ein Pferd ist ja ein Tier. Da hat aus diesem Krieg und aus dieser Angelegenheit mit Islamverbreitung, Aufklären gar nichts zu tun. Er wird weder belohnt, noch geht er in die Hölle. Wir wissen ja alle, dass die zu Erde werden, verwandelt werden. Und da wird weder Paradies noch Hölle für die geben. Die wird nicht in Rechnung gezogen wie die Menschen. Ja, trotzdem, alleine nur, weil der Besitzer des Pferds seinem Pferd was zum Fressen gegeben hat, Futter, und sich um seine Sicherheit, also quasi ihn erzogen hat, im Sinne vom Futter geben, was zum Trinken geben, dann ist er ihm gegenüber dankbar und war bereit, sogar für den Tod sich selbst für ihn zu opfern. Und in diesem Zustand, Wal-Adiyati Dabhan ist ein arabisches Wort, Dabhan bedeutet genau die Stimme, die ein Pferd sich produziert, wenn er sich anstrengend auf der höchsten Stufe, genau wie wenn das Wasser kocht, Wal-Adiyati Dabhan, Adiyati sind die Rennenden, Fal-Muriyati Qadhan, die brennen unter ihren Füßen, flunken. Und dann sagt Allah, Innal insana li rabbihi lakanut. Der Mensch ist so undankbar. Vergleich dich mit dem Tier. Ein Tier leistet so viel zu seinem Herrn, nur weil er ihm was zum Essen gegeben hat. Allah hat dich geschöpft. Und dank Allah kannst du sehen, dank Allah redest du, dank Allah atmest du, dank Allah hast du eine Familie. Auch wenn du keine Familie hast, dank Allah lebst du überhaupt. Bist du Allah gegenüber dankbar für alles, was er für dich getan hat, für was er dir gegeben hat? Vergleich nur eine Sache, dass du sehen kannst mit allen guten Taten, die du geleistet hast. Es steht zu keinem Verhältnis. Zu keinem Verhältnis. Egal, wenn du dein Leben lang damit verbringst, Allah zu dienen, ist unvergleichbar alleine mit der Kraft, dass du sehen kannst oder dass du hören kannst oder dass du reden kannst. Stellst dir mal vor, man wird behindert geboren oder man hat irgendeine Krankheit, wo man lange leiden muss. Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu li hubbil khayr lashadid. Der Mensch wird von Allah beschrieben, dass er scheint, viel mit Geld verbunden zu sein.
Geld macht vielen Menschen als böse Menschen, als Teufel manchmal, weil wenn er ist so lange gut und nett und cool und echt der Beste, aber sobald es um Geld geht, A, will er weder spenden, noch will er Rechte an wie viele Menschen geben. Wenn es darum geht, dass er Geld nimmt, jemand ihm ausleiht, dann ist er lieb und nett. Wenn er aber das Geld zurückgeben muss, dann ist er nicht da. Dann ist er beleidigt. Wenn er sagt, okay, gib mir bitte, wir haben das vereinbart, nach einer Woche, die eine Woche ist schon vorbei, gib mir mein Geld, dann ist er böse zu ihm. Oder wenn zwei, wie viele Streiten gibt es jetzt unter Geschwister, wenn sie gemeinsam Geschäft machen oder noch schrecklicher, wenn der Vater stirbt und Erbe hinterlässt, dass die Erbenden sich gegenseitig bekriegen, nicht nur streiten, sondern wirklich Krieg geklärt wird zwischen denen. Der Mensch, innahu li hubbil khayri la shadid, richtig verbunden. Und dann sagt Allah zum Schluss, da kommen wir zum Schluss unserer heutigen Sitzung, weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräben ist und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist. Ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich kudig sein. Meine Botschaft für heute. Zieh dich selber in Rechnung. Frag dich selbst, bin ich Allah gegenüber dankbar oder undankbar? Dankbar im Sinne, dass du ihn dienst, dass du gestehst, das, was du genießt, ist dank Allah. Weil ohne Allahs Unterstützung, das muss ich so oft wiederholen, bis es klar wird, dass alles, was wir im Leben genießen, ist allein und einzig Allah zu danken. Ich bitte Allah darum, dass er uns verzeiht und uns recht leitet und uns den richtigen Weg zeigt, dass wir standhaftig bleiben und uns nicht in die Irre lassen und uns nicht von dem Teufel verführen lassen und dass wir nur vom guten Freundschaftskreis bleiben, die uns zum richtigen Weg führen und zeigen und nicht andersrum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hatta idha ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aynama kuntum tad'un min dunillahi qalu dallu 'anna وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس